und schwuppidupp, und hier sind wir. Ich befinde mich jetzt hier im Lesesaal, beziehungsweise auch hier findet gleich die Leseprobe zu dem Rentnerkopf statt. Und zwar mittlerweile schon die 11. Leseprobe. Seit 2014 haben wir angefangen, die Leseprobe zu machen. Und jetzt schon 2019, also es ist die 11. Und hier zeige ich euch zum ersten Mal in der Bavaria Fiction Niederlassung Köln, dass hier die Leseprobe zum 11. Mal stattgefunden hat. Und hier kann ich euch zeigen, das ist echt ein großer, wunderschöner Raum, beziehungsweise ein Video. Und hier ist natürlich auch ein Wandschild zur Tatort. Und ja, ich mache mal hier eine kleine 360-Grad-Drehung. Und ja, das war's erstmal. Und ich finde hier die Leseprobe statt. Und mehr kann ich euch dazu erstmal nicht zeigen, da es natürlich alles privat ist und wir dürfen euch natürlich nicht alles erzählen, was alles so kommen wird in den nächsten Drehbüchern. So. Okay, ihr Lieben, bleibt dran und wir sehen uns dann gleich wieder. So, ihr Lieben, bevor wir drehen, gibt es natürlich immer ein Warm-up und das findet jetzt gerade momentan statt bei uns. Und ich zeige euch mal hier kurz hinter den Kulissen, was hier gerade so abläuft. Die Vorbereitung für den Drehtag morgen läuft schon und deswegen machen wir jetzt hier, zeige ich euch mal hier ein paar Sachen. Bei Warm-up geht es nämlich darum, dass wir uns näher kennenlernen und dass die Produktion und die Redaktion etwas verkünden wollen. Und ja, jetzt, wie ihr seht, stehen die Leute jetzt alle hinten und warten schön auf den Burger. Und ja, ich habe jetzt auch mega Kohldampf und werde jetzt erstmal einen Chili-Bacon-Burger holen und wir sehen uns dann demnächst wieder und essen erstmal einen Burger. Alles klar, Lieben. Ja, und der Tino fragt mich schon. Okay, ich werde dann jetzt mal essen, ja? Bis dann, tschüss. So, ihr Lieben, jetzt habe ich einen Burger bekommen von Tilo, extra in die Hand gedrückt bekommen und ja, unser Tilo, er versucht gerade auch einen Burger zu essen, aber klappt irgendwie gerade nicht so gut. So sieht sein Burger aus. So sieht mein Burger. Guten Hunger, mein Lieber. Ja. Ja, unmöglich. Amerikanisches Fressen. Ich muss eine amerikanische Fresse haben, um sowas essen zu können. Fange ich auch mal gleich mal hier direkt bei unserem Kleinen hier an. Na, wer ist das? Paul. Der Paul. Was spielst du denn, Paul? Yoshi, also Joshua. Genau. Das Ding ist, ich sehe den Yoshi eigentlich nicht so oft, wie wir beim Dreh. Und deswegen interviewe ich jetzt mal hier den Paul, wie er jetzt gerade ein Burger ist. Und ja, wir sind immer noch beim Warm-up, ne? Und schmeckt der Burger? Sehr schön. Ja, mein lieber Paul, ja, du drehst ja die meiste Zeit immer bei Haus Hoffmann. Und wir haben natürlich nicht die Gelegenheit, uns dann zu sehen oder miteinander zu spielen. Deswegen wünsche ich dir natürlich jetzt in den nächsten 8 Monaten viel Spaß hier bei Rentnerkopf. Und guten Hunger. Ja. Genau. So. Warm-up läuft. Wir essen immer noch schön. Und ich bin auch ein bisschen gesättigt. Und ja, dann gehen wir mal jetzt zum Set. Dann zeige ich euch mal, wie morgen die Dreharbeiten dann hier bei Rentnerkopf aussehen wird. So, ihr Lieben, bleibt dran. Wir sehen uns. Tschüssi.